Hey Leute, heute habe ich mal einen Haul für euch und zwar einen Haul für meinen 15. Geburtstag und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich habe ein paar Sachen bei HEMA gekauft und die gibt es nicht so oft in Deutschland, aber die haben auch einen Online-Shop. Und zwar habe ich da so eine Etagere gekauft und so sieht die dann halt aufgebaut aus. Die ist halt, glaube ich, für Cupcakes da, also ich werde sie dafür benutzen, da meine Cupcakes draufzustellen. Außerdem habe ich bei HEMA so eine Girlande gekauft und ich habe sehr viele Girlanden gekauft, die ihr gleich noch sehen werdet. Auf jeden Fall finde ich diese hier ziemlich cool, weil die halt etwas besonderer ist als so normale Girlanden. Und die Girlande ist 6 Meter lang. Bei HEMA habe ich auch solche Geburtstagskerzen für den Kuchen gekauft und die haben 2,50 Euro gekostet und am nächsten Tag habe ich gesehen, dass es die im Euroshop für 1 Euro logischerweise gibt. Also wenn ihr die haben wollt, würde ich euch empfehlen, die im Euroshop zu kaufen. Dann habe ich bei HEMA noch Pappbecher gekauft und ich fand das Muster einfach richtig süß. Passend dazu habe ich dann noch Pappteller gekauft, damit das alles schön einheitlich ist. Und natürlich auch noch Pappservietten und die sind alle im gleichen Design. Und natürlich hätte ich auch normales Geschirr nehmen können, aber so finde ich das halt viel süßer und so. Dann habe ich noch eine Girlande gekauft und zwar ist das diesmal eine ganz normale dreieckige Girlande und die ist sehr empfindlich, die ist 10 Meter lang, was ich ziemlich lang finde und ich werde die ja noch durchschneiden, dass ich zwei kleine habe. Dann habe ich noch solche Papierbälle zur Dekoration bei HEMA gekauft und ich habe die einfach in rosa gekauft, es gab die ja noch in grau, glaube ich, und ja. Ich war auch noch beim Teddy und da habe ich auch eine Girlande gekauft. Ja, ich habe echt viele Girlanden gekauft, aber die fand ich einfach richtig schön. Das ist einfach so eine herzlich willkommen Girlande und mehr kann man dazu auch eigentlich nicht sagen. Außerdem habe ich beim Teddy dann noch solche goldenen Muffinförmchen gekauft und die haben nur 1 Euro gekostet und das sind 40 Stück. Und auch beim Teddy habe ich solche Papierbälle gekauft, weil ich die beim Teddy irgendwie schöner fand, denn die hatten da mehr Farben und so. Und die sind aber nur alle in einer Größe und das fand ich dann bei den von HEMA wieder besser, dass das verschiedene Größen waren. Und als letztes habe ich dann noch solches Verschönerungsband oder Geschenkband oder so gekauft, einfach weil ich es schön fand und keine Ahnung, wofür ich das brauche. Und das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!